Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei The Walking Dead. Sind wieder ein paar Tage ins Land gegangen. Aber wir brauchen immer noch die Pillen für den Tünnis da unten. Und ich habe keinen wirklichen Plan mehr. Einmal kurz orientieren. Ich glaube, hier haben wir ja schon alles gemacht, ne? Die war zu. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Das geht auch nicht. Okay, also wir brauchen den Schlüssel. So, dann gucken wir mal, wie wir an den Schlüssel kommen. How you doing, Glenn? You know. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess, but that's not me. I'm not giving up, not for anything. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? It would have been a waste of a bullet. What do you mean? She was dead anyway. I'm not in the euthanasia business. Whoa, man. She was a person. She's gone now anyway. Okay, das war vielleicht nicht die klügste Antwort, aber letztlich läuft's ja darauf hinaus. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everetts a few times. Sorry, I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? Oh yeah. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. Ich mag es tatsächlich, dass Glenn hier mitspielt, dass man also einen Bezug zur Serie hat. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und er ist ja auch ziemlich cool drauf tatsächlich, ne? Also auch anfangs in der Serie war schon so gut drauf. Ich glaube, wir mussten wir raus. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja, wir sehen uns mal um. Okay. They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. I think so too. We better keep it down out of here. That place is full of TVs and electronics. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Look at the one trapped over there. Oh, oh. Better him or us, huh?
Oh, shit. What? Do you know that guy? Kind of, he has a familiar face. Oh, you're from around here, huh? Could be anybody, you know? They start rotting and it'll cheat up and... Shut up, Doc. Wir wissen auch, wer das ist. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Okay. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Die Bumserei? That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Und den gibt es, den haben wir nämlich schon gesehen. Wenn es funktioniert. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Sehr gut. Well, fucking done, Doug. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Hmm. I got a few of them to take notice. But not enough. Okay, das war's also noch nicht ganz. Was brauchen wir denn noch? Vielleicht irgendein Auto oder so? Ich kann hier aber auch nichts weiter anklicken. Did you guys try to get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay. So. Oh, wir können mit. Ach, was ist das denn? Can't reach that brick. Willst du mich veräppeln? Aber Doug kommt doch dran. I can't reach that brick. Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. Ja, und das ist die Lösung. How'd you end up here? Well, I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time... On the computer? No, just doing my own thing. What about you? I grew up here. Been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Yep. Also, der Plan sieht also wie folgt aus. Wir nehmen irgendwie diesen Ziegelstein, der ja kilometerweit entfernt ist und es uns unmöglich scheint, mit unseren kleinen Krüppelärmchen überhaupt durch das Gitter zu greifen. Damit dann wahrscheinlich dieses Glas zu zerschlagen, damit die ein lautes Rauschen von sich geben. Die ganzen Viecher laufen dahin und wir rennen zu unserem toten, untoten Bruder.
Let's head back inside. Okay. Seht euch mal an, wie nah dieser Ziegelstein ist. Das darf doch echt nicht wahr sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. So. Müssen wir jetzt hier irgendwen anquatschen, der uns den Stein bringt, oder was? Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Yep. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Das Grußkarten. Bilder, Bilder. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Mhm. Eiskarte. Also muss ich irgendetwas finden, um an den Ziegelstein zu kommen? Weil das... ich glaube, da kamen wir nicht durch, weil da ein Typ war, ne? Also so ein Zombie-Typ. Können wir mit ihm nochmal reden? You all right, Lee? I'm okay. Thanks. Nö. Und ich meine, wir haben ja... Da in dem Gebäude haben wir ja auch schon alles gemacht. In dem Gebäude vor allen Dingen, in dem Raum. Warum geht sie immer mit? Nöt, nöt. Kann ich vielleicht den Stock aufheben? Nö. Luckily, there's nothing I need in here. Ja, zum Glück. So, das haben wir auch schon alles gesehen. Ich erinnere mich. Das muss ich jetzt nicht 10-mal anklicken, aber... How's your finger? It's okay. Thanks for fixing it. I'm gonna keep looking around. Mm-hmm. Okay. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Kann ich auch ohne ihn raus? Nee, ich kann nur mit ihm raus. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's have a look around. Ja, okay. Gehen wir nochmal raus. Doc, you wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Oder muss ich das aufmachen? Awesome. Now to distract those things. Entschuldigung. Carefully. Jetzt können wir doch... Can't reach that brick. Willst du... Boah. Könnten wir jetzt mal danach greifen? Dankeschön. Now's the time. Okay. Dann hechten wir mal rüber. Be careful. Keep an eye out, will you?
Ich würde noch langsamer gehen. Schrei doch nicht so. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them, that helped. Dem Ganzen ein Ende bereiten. Ich wollte schon sagen, da muss ein bisschen mehr ab. Scheiße. Ah, danke, Spiel. Scheiße. Warum denn nicht gleich so? Ich finde das sehr mutig, denn ich habe einen Bruder und ich könnte ihn, glaube ich, nicht einfach so erlegen. There we go. Sehr gut. Natürlich kommen sie jetzt zurück. Weil du die ganze Zeit geschrien hast, du Blödmann. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Im Hintergrund noch die Familienfotos. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Und rein da. Oh nein. Oh, shit. We gotta hurry. Oopsie. Doc, come on, maybe time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Hey, Lee. We don't make it through this. You should know that... We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should know. I should know what? Huh? That I should know. Shit! Are you sure? Shit! Oh shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay.
Q. Ich drücke Q. Ah. E. Ja, das muss reichen. Ha. Papas Stock. Und go. Nein, 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 nein. Oh nein, du willst mich jetzt verarschen. Oh scheiße, oh scheiße. Wen nehmen wir denn jetzt? Wer? Rette Duck oder Carly? Ich. Wer ist. Achso. Wir rennen. Oh nein, oh nein! Du willst mich verarschen. Renn! Ich dachte, wir kriegen die Pistole noch. Alter, ich hab dir Medikamente gegeben, du Penner. Danke. Ich hasse das. Wir konnten wieder nicht beide retten. Mann! Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, wenn man es richtig timet, aber... Also, dann hätten wir vielleicht lieber die Pistole nehmen sollen. Scheiße. Hey, Glenn. With uncountable severe emergencies in all counties, Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 4. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Madame ist nicht amüsiert. Aber wir können ihn ja schlecht festhalten. Ja, du musst tun, was du tun musst. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. Jetzt müssen wir es ohne ihn schaffen. Ich fände es halt falsch, ihn zu zwingen, hier zu bleiben. Man lässt Freunde und Familie einfach nicht im Stich. Und er kann sich sehr gut durchschlagen. Hey, Kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine? Yeah?
Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kitty. You got it. Das ist doch schön, das zu hören. Kann ich mit ihr noch reden? Nee. Na. How you doing, Doug? Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survivor thing. I really liked her. She liked you too. Thankfully. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. Oh, nein. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. Was sagen alle danach? Ich glaube, hätten wir uns für sie entschieden, wäre der Dialog ähnlich ausgefallen. Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Ach, nö. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. Na, Junge. What do you want? You like my daughter? Oh, Mann. She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and so will everyone else. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? Na toll. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Hoffen wir das mal. Ahahaha. Okay. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee.
We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry me as much as the bandits. Ach du Scheiße. Ja, das war also Episode 1. Das Spiel ist ja in mehreren Episoden unterteilt. Wow. Okay. Erstmal wieder den Faden finden. Das war schon mal ein guter Start in die Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt einige Einblicke bekommen. Hammerhart. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sehen, wie wir und andere uns entschieden haben. Aufrichtigkeit. Herschel angelogen. Du und 36% der Spieler haben gelogen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der Geschwindigkeit geschuldet war oder ob ich es absichtlich getan habe. Ist natürlich nur der Geschwindigkeit geschuldet. Ich habe nie irgendwas böswillig absichtlich gemacht, ne? Wisst ihr ja. Wen würdest du retten, Duck oder Sean? Du und 49% der Spieler haben Duck gewählt. Mhm, die kleine Quasselstrippe. Aber dadurch haben wir uns natürlich die Freundschaft der Familie erkämpft, hört sich jetzt schlimm an. Also, ne, wir sind jetzt befreundet mit denen. Und ich meine, mit denen sind wir ja auch unterwegs. Natürlich kümmert man sich auch um den kleinen Sohn, ne? Loyalität auf Kennys Seite. Du und 48% der Spieler haben Kenny verteidigt. Mhm. Ich glaube, das war, als der Kenny sich mit diesem alten Knacker da angelegt hat, der ja so super nett ist. Gnade. Irene die Waffe gegeben. Du und 55% der Spieler haben die Waffe nicht genommen. Genau, wir haben ihr nicht die Waffe gegeben. Wobei da war ich, glaube ich, auch hin und her gerissen und habe dann irgendwie wegen der Zeit irgendwas geklickt. Also, naja, wen würdest du retten? Duck oder Carly? Du und 23% der Spieler haben Duck gewählt. Ja gut, Frauenbonus, ne? Und sie hatte die Waffe tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, hätte ich auch Carly gewählt. Mit der Waffe hätten wir noch einiges reißen können. Na gut, schauen wir mal, wie es mit Duck läuft. Also das war The Walking Dead, ein neuer Tag. Und dann würde ich tatsächlich sagen, damit beende ich schon die Aufnahme. Ich werde jetzt nicht die zweite Episode starten, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ja, wie fandet ihr die erste Episode? Ich, wie ich schon gesagt habe, fand sie ja ziemlich gut, war ein sehr guter Einstieg, sehr spannend, sehr emotional. Ja, und wir mussten uns schon mehrmals entscheiden, wen wir retten sollen. Die Gruppe wird also nicht größer. Es scheint, dass wir immer kleiner werden, beziehungsweise wir auf Leute treffen. Wir werden wieder größer, dann werden wir wieder kleiner. Es ist halt ein Auf und Ab, so wie es auch in der Serie ist. Das finde ich sehr schön. Also schön, ne? Es ist auf jeden Fall spannend und es ist der Serie nachempfunden. Dass Glenn uns jetzt verlassen hat, gut, da stehe ich immer noch hinter. Er muss seinen Weg gehen und ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Atlanta hat doch auch die Serie angefangen, oder? Wo sie in diesem Einkaufszentrum waren. Der die Serie gesehen hat, wird sich erinnern. Könnt mir auch gerne schreiben, ob das Atlanta war. Ich meine schon, bin mir aber nicht mehr so sicher. Ja, wie gesagt, Episode ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Episode wieder dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.